Hallihallo. Heute mal wieder ein kleines Oster-Special. Wer meinen Kanal beobachtet hat, der hat gesehen, ich habe da mal was gepostet. Ne? Ich habe ja so eine Google-Plus-Seite, dann habe ich mal was gepostet. Da, guck mal da, was ich da gefunden habe. Was habe ich denn da gefunden? Zwar war folgendes, ich hatte ein Update, ja, das kommt ja vor, ich habe ein Update. Und da habe ich gesehen, es gibt mittlerweile ein Desktop-Thema, ja. Ubuntu-Mobile-Icons, ja, die sind eigentlich gar nicht für meinen Desktop gedacht. Die sind eigentlich für Phone und Tablet, ne? Für Phone und Tablet. Aber, da habe ich mal geguckt, Da habe ich mir mal angeguckt, welche Dateien sind da drin im Changelog. Im Changelog habe ich dann einen Hinweis auf einen sozusagen einen Bug-Report gefunden und dem konnte ich dann mal entnehmen, was damit ist, ja. Und dann gibt's noch ein Copyright in dem Paket, wo ich dann auch sehen konnte, also die entsprechenden Icons. Die sind dann auch anscheinend CC by SA, also Share-like, ne? Also die Bildchen kann man auch dann weiter nutzen. Das könnte uns helfen, ja. Naja, jedenfalls war ich dann hier beim Changelog, ne? In diesem Paket habe ich geguckt, da gibt's ein Changelog, was steht denn da drin? Kann man ja mal reingucken. So, und da habe ich was gesehen, da ging's um ein Bug, ne, der gar kein Bug war, sondern eine Wishlist, eine Wunschliste, anscheinend von dem Team, das eigentlich für die Tablets zuständig ist, Ubuntu Tablet Team, ja, die hatten einen Wunsch, ne, ja, einen Wunsch. Das konnten wir mal, wir könnten doch mal die entsprechenden Indikator-Icons, ne, Indikator-Icons fürs Tablet und fürs Phone mal ins allgemeine Paket machen. Und warum, habe ich mich gefragt. Was soll ich jetzt mit dem Ding nennen? Gar nichts eigentlich, ne? Die wollen alle Touch-Pakete in Raring drin haben. Wofür auch immer. Ja, kann ja interessant sein. Kann ja immer eigentlich nur fürs Phone und Tablet, aber soll im Raring drin sein. Ne? Munkel, was könnte das werden? Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Jedenfalls ist es hier quasi in ein Paket drin, das für alle Architekturen gilt, ne? Für alle Architekturen. Unter anderem auch mein Desktop, ne? Auch der Desktop so. Tja, gut. Und dann passiert Folgendes, wenn man das mal runtergeladen hat, dann hat man unter User Share Icons Ubuntu-Mobile, zum Beispiel unter einer App, Scalable, also skalierbar, diese Icons, ne? Also das bringt uns jetzt erstmal gar nichts, das wird ja kein Phone. Automatisch mein Desktop-PC, in dem ich nur diese Icons habe. Jedenfalls sind da Bildchen jetzt drin, ne? Die Bildchen, die normalerweise auf dem Phone oder Tablet landen, da können wir nochmal schon spekulieren, da können wir schon mal ran. Ja super, Ski-Safari, da habe ich geguckt, ist ein App, das kostet normalerweise 78 Cent. Das knallen die dann aufs Phone oder Tablet oder das Printerist, sortier deine Sachen und Fotos oder irgendwie sowas in der Art. YouTube, ne, das ist schon mal gut, YouTube, ne, und weil das halt so share-like ist, könnte ich vielleicht dieses YouTube-Bildchen benutzen, ne, das wäre für mich jetzt vielleicht mal ganz interessant. Und Facebook-Symbol und Calculator, ne? Ich habe übrigens festgestellt, mein Taschenrechner unter Raring heißt nicht mehr G-Calc-Tool, der heißt Kalkulator oder Gnome-Kalkulator, wie auch immer. Gut, eine Uhr haben wir dann wahrscheinlich, ne? Eine Uhr und eBay-Symbol haben wir auch. Naja, da kennt man schon mal die Sponsoren von Canonical. Skype, ne? Ist eigentlich Microsoft, ne? Ja, gut. Viele Leute benutzen Skype und auch unter Ubuntu, weil sie schon immer ein Skype hatten, ne? Skype ist Microsoft, ne? Ja, gut. Und Ubuntu One gehört natürlich rein, ne? Man kann dann wahrscheinlich mit seinem Phone auch auf seine Cloud zugreifen. Gibt's heute ja auch schon das entsprechende App. Habe ich schon auf meinem Samsung Galaxy Note, ne? Das gibt's, ne? Habe ich schon drauf. Ne? Das gibt's. Wunderbar. Da ist dann standardmäßig auch drauf, ne? Twitter, ne? Dieses Symbol kriegen wir dann alles auf dem Tablet oder Ubuntu Phone oder ein Wetter-Applet, ne? Da kann man das Wetter sehen. Und so weiter. Also Notepad. Hm? Notepad. Na, ist es nicht auch wieder Microsoft? Zumindest vom Namen her. Ja, gut. Sehr schön. Amazon, ne? Gehört natürlich dann auch drauf, weil irgendwelche Sponsoren braucht das Phone anscheinend schon. Also da können wir immer mal gucken, was da so los ist, ne? Und das ist Ubuntu Phone, das war der Unterwalder App, ne? App. Gibt's dann verschiedene Größen, Scalable und wie auch immer. Und Statusindikatoren gibt's auch, ne? Ich gehe mal auf Scalable, weil ich dann hier ein bisschen größer oder kleiner machen kann.
das dann auf dem Phone oder Tablet, ne, dann hat man zum Beispiel auch für 3G, ne, daran sieht man, dass es eigentlich hier für Handy ist, ne, 3G, wer ein Handy hat, so ein Smartphone, der weiß, das hat was damit zu tun, wenn man mit mobilen Daten was runterlädt und nicht über WLAN oder sowas. Ja, also übers Handynetz, ne, und solche Geschichten haben wir da so drin. Da sehen wir schon mal, hier Cloud, ne, wahrscheinlich, wenn man mit Ubuntu One verbunden ist, dann könnte man, und wie auch immer, da kann man schon mal ein bisschen spekulieren, wie sieht das dann wohl aus hinterher auf dem entsprechenden Phone oder Tablet. Das fand ich ganz witzig. Witzigkeit kennt keine Grenzen. Was ist denn eigentlich Musik hier? Musik, ja, Musik ist Musik. Aber vielleicht kennt ja einer das entsprechende App, vielleicht geht's dann schon, oder kennt er das schon. Oder InTouch, ne, InTouch, ja, die wollen halt alles, was irgendwie mit Touch zu tun hat, ne, ist necessary, ist nötig, weil wir wollen alle Ubuntu Touch Pakete verfügbar im Ring, ne, und das ist dann wieder interessant, ne, gut. Ja, es kann sein, es ist reiner Zufall, ne. Wahrscheinlich, dass Ring dann auf einem Touchpad und einem Touchphone dann laufen soll. Und vielleicht läuft es dann auch auf meinem Touchscreen. Schauen wir mal und warten mal ab. Und dann sehen wir mal weiter. Ich hoffe, ihr mitgeholfen zu haben. Verbleibe mit freundlichen Grüßen und tschüss.